Ich wollte gerade sagen, bilden sich aus den Frostschatten Eisfallen? Oder porten sich die Eisfallen einfach nur in der Gegend rum? Weil diese Frostschatten... Ne, sie entstehen daraus, okay. Aber die Eisfallen sind jetzt nicht wirklich stark, muss ich sagen. Da sind eher die... Na komm, klapp dich wieder ein. So. Das sind eher die Frostschatten selber ziemlich stark. Okay, der hat etwas. Glasierte Nüsse und Dietrich. Die Temperatur hat den Verfall dieser Leichen verlangsamt. Ihre Lippen sind in einer kollektiven Fratze zurückgezogen. Ja, hier haben wir einfach Hinrichtungspfosten. Okay. Was sagt der Geist? Eine schwache, strenge, geisterhafte Essenz klammert sich an diese gefrorene Leiche. Nach dieser greifen. Kalte Luft rauscht über dich hinweg, als du in die gewundenen spirituellen Überreste fällst. Eine gewaltige weiße Fläche breitet sich vor dir aus. Nein, nicht weiß, silbern schimmernd, Sonnenlicht auf der See. Ein Eisberg durchbricht die Wasseroberfläche, die tote Scholle. Nakeli hebt ihr Ruder und zeigt mit dem tropfenden Holz in Richtung einer Bucht. Dort du ruderst und die Zeit vergeht. Sie scheinen aus dem Nebel selbst zu kommen, groß und schlank, mit Harpunen und Äxten. Einer reitet auf einem gottverdammten Bären. Nakeli ruft nach Frieden, einer der wenigen Sätze in der Sprache der Glammerfällen, die du verstehst. Doch die bleichen Elfen scheinen es nicht zu hören. Der Schnee verfärbt sich erst rosa, dann rot. Sie braten Jaraks Wolf. Bei dem Geruch läuft dir das Wasser im Mund zusammen und du hast dich dafür. Kumik wimmert, er hängt an einem Pfahl, Hände über den Kopf zusammengebunden wie du. Du atmest die kalte Luft ein und sagst ihm, dass er Ruhe bewahren und stark sein muss. Nakeli würde wollen, dass wir einen Weg in die Freiheit finden. Oder falls nicht, der Bestie des Winters mit aufrichtiger Dankbarkeit begegnen. Nakeli ist tot, sagt er. Scheiß auf die Bestie des Winters. Niemand ist mehr übrig. Nein, das stimmt nicht. Du bist noch übrig. Die anderen wirbeln mit dem Schnee um dich herum, heulend und hungrig, tot und verweilend. Du hast tagelang niemanden sonst gesehen. Keine Inutanik, keine Glammerfellen, nur Nebel und Schnee. Doch dann bewegt sich der Nebel, teilt sich und kommt mit gehuften Beinen auf dich zu. Seine Hörner biegen sich nach oben, bedeckt mit Verwesung. Zwei erstblaue Augen verkrusten sich wässrig, saugen dich mit ihrem Blick auf. Sie bieten dir Gnade, du nimmst an. Okay, da wurde einer definitiv von Rümagrand geholt. Auch wenn ich es komisch finde, dass ein Seelenfeld... Naja gut, Rümagrand ist auch schlampig. Ja, hier oben brennen Feuer. Das heißt, wir können in der Nähe der... Eremitensiedlung sein. Nö, nur in der Nähe von Rümagrand. Gefühle von Grausamkeit und Boshaftigkeit umgeben dieses Götterbild. Eine Falle ausgelöst. Gewährt die Bestie des Winters. Die Schritte des Trägers vereisen den darunterliegenden Boden, lassen Feinde den Bereich die den Bereich betreten, humpeln. Ja. I don't feel well. Au. Erfrierung haben jetzt alle. Tapferkeit Frostrüstungswert. Das war vielleicht nicht so gut. Da sollte ich Palegina was geben, was Aufmerksamkeit erhöht, dass wir die Falle sehen und entschärfen können. Wir haben ja hoffentlich noch das richtige Mittelchen dafür. Hier drin. War es Weißblatt? Nein. Hier Tataro-Prämien. Nein, das macht Verfassung und Macht. Das wäre eher was für Idea.
Zwef war es. Ja, Zwef macht die Wirkung hoch. Hatten wir aber nicht was anderes als Zwef? Nee, nicht das Kit des Diebes. Auch das nicht. Mundkohle auch nicht. Nein. Sie hat übrigens gar nichts. Dann kriegt sie mal den Löwen hier. Ich hätte schwören können, es wäre das hier gewesen. Aber Weißblatt ist es nicht. Und gesegneter Weihrauch macht Geschichte, Tiefblick Metaphysik. Also nein, Zwef muss her. Ah. Ja. There is something over there. So, Falle ist entschärft. Ja, soweit ich weiß, können wir Zwef auch selber herstellen, nämlich aus Gensefbeeren. Yes, at once. So, jetzt ist sie wenigstens 5 Minuten geswefft. Oh. I am ready. Of course. Give. Look. Take. No, I cannot. Tell me. Okay, jetzt kommen die Pilger. Xoti bufft sicherheitshalber mal. Und Edea bufft du dich alleine. Der da will unbedingt mal verstrickt werden. Komm, mach dieses blöde Siegel kaputt, dann haben wir ein Problem weniger. Befehl, dich mal totzustellen. Jawohl. Tödliche Überraschung hilft doch immer. Sorry, Fred. Oh, Fenris Fluch der Pein ist 5-mal drauf. Hat noch jemand einen Fluch der Pein abgekriegt? Ne, nur markierte Beute. Aber normalerweise sollte von Fenrir der Fluch eigentlich weggehen, wenn wir aus dem Kampf raus sind. So, die Truhe ist verschlossen. Was ist das? Max Gesundheit. Essen, trinken, das nehme ich gerne. Was hat Edwin eigentlich gerade um den Hals? Ah, der hat schon so eins um den Hals, gut. Elementarverteidigung, Salbe des Animalismus. Urflamme und erwecktes Holz. Yes, I'd be glad to. That's for my friends. A question, Watcher? Okay, dann hilf du mit Palegina.
Oh, nicht da in der Nähe stehen, das ist nie gut. Ich glaube, solange du das Ding angreifst. Na, schießt alle mal drauf. Mal sehen, ob wir es so kaputt kriegen. Siegel des Todes, okay. Na, damit kriege ich das zum Glück immer kaputt. What can I do you for? What do you need? So. Hey. Das heißt, wir können uns jetzt weiter schön umsehen. Ein Durchgang nach unten ist vom Eis umhüllt. Ja. Oh, ach ja, ich muss ja noch das Zeug aufsammeln, was die dabei haben. Zauberbuch mit Kampfspuren. Hm. Und jede Menge Tant. Hey, Swift. Hervorragender Schild, Stiefel des Weiß, Frostrüstung, Entschlossenheit, resistent gegen Wandheitswirkung. Nein. Nee. Das ist am besten für dich. Du hast keine, also kriegst du die. Passt ja auch irgendwie zu dir. Ja, das heißt, wir haben das Pilgerlager gefunden und leergeräumt. Siehst ja, die haben sich zwischen dem Tempel und dem Lager der Boten eingenistet gehabt. Of the ruins indicate outward expansion, suggesting we're above the source of the ice. Ah ja, da geht's runter. Oh, da geht's aber weit runter. Wer hat das gerade gesagt? Die Winkel der Ruinen deuten auf eine nach außen gewandte Verbreitung hin, was uns sagt, dass wir über der Quelle des Eises stehen. Gut. Ein dicker Stachel ragt hier aus dem Eis empor. Jemand hat ein Seil daran befestigt, dass die steile Klippe hinabhängt. Das Seil prüfen. Es scheint völlig sicher zu sein. Das Seil ist stark und um den Endhaken hat sich Eis gebildet und ihn festgefroren. Gut. Hinabklettern. Du kletterst vorsichtig das Seil hinab. Deine Füße rutschen gelegentlich über die gefrorene Wand. Voller Erfolg. Ein kleiner, zylinderförmiger Gegenstand ragt aus der Wand hervor. Näher an den Gegenstand heranschwingen. Edea. Edea drückt sich fest gegen den Stein und schwingt sich hinaus über den eisigen Abgrund. Bei dem Gegenstand scheint es sich um einen Eispickel zu handeln. Sein Kopf ist genauso eingefroren wie der Enterhaken oben. Versuchen den Griff zu erreichen. Mit einem heilenden Grunzen schwingt sich Edea wieder zum Eisbegriff und ergreift ihn. Der Gegenstand lässt sich nicht aus der Wand ziehen und Edea hängt über dem Abgrund. Eine Hand am Seil und eine Hand im Griff. Lass uns gehen und später wiederkommen. Ziehen heraus. Ja, Erfolg mit Macht. Ah. Edea zerrt am Eisbegriff, bricht ihn mit einem heilenden Krachen frei und schwingt danach wie ein Pendel von der Eiswand zurück. Gletscherbann. Oh, nichts Besonderes. Zum Eisprung darunter hinabklettern. Du steigst vorsichtig zum Ende der Eiswand hinab. Hey. Okay.